Wir kommen zu Stand Nummer 15. Meine Damen und Herren, er ist zum Casting gekommen mit so einem Bart. Der war so lang. Mit so einer Mähne. Ich glaube, der hat sich, weiß ich nicht, zwei Jahre die Haare nicht schneiden lassen. Wir haben ihn genommen, weil er ein super Musiker ist. Heute kommt er auf einmal und schaut aus wie der Dressmann herrscht. Rasiert, kurze Haare. Ich weiß gar nicht, ob man die so wollen. Meine Damen und Herren, begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus. Hier ist die Startnummer 15, Manuel Hafner. Manuel, warte eine Sekunde. Jetzt gibt's einmal ein Interview. Erzähl uns, du bist zum Casting in Eisenstadt gekommen. Von wo kommst du? Aus Mönchhof. Was bist du vom Beruf? Behindertenbetreuer. Tolle Sache, macht einen wunderbaren Job. Jetzt möchte ich wissen, warum dieses Styling ändern? Ja, weil sie ja ziemlich ein gestylter Mann sind und jetzt hat man gedacht, dass ich da ein bisschen dazu passe. Jetzt gehe ich mir gar so unten in den Oberwart, wo man das Nordburgenland verlost und ja, man denkt, richte ich mir ein bisschen her. Der ist ein Traum. Du machst lange schon Musik, du bist 31. Welche. Das ist so leibend. Das hätten sie jetzt nicht so umbrauchen, hat er gesagt. Schaust eh jung aus, seid da mit kurzen Haaren so. Du machst Eigenkompositionen, wie bist du dazu gekommen? Durch Zufall. Also, ich hab mich hingesetzt und habe einen Text geschrieben und dann habe ich mit der Gitarre dazu gespielt und davon habe ich geglaubt, ich bin berühmt und dann habe ich gemeldet, mir da jetzt auch einer. Und dann kannst du nicht mehr bergauf gehen. Und die 2000 Euro den auch nicht schulden, weil in den Adel einmal gerade eine CD auf und beim zweiten Lied haben wir jetzt abbrechen müssen, weil es gut ausgegangen ist. Die Arbeit gibt auch nicht so viel her, also bitte Mitleid, Mitleid bitte. Der Arno Koch hat einen halben Tag Studio gesponsert. Er hat ein Tonstudio. Wenn du den gewinnst, dann wärst du auf einmal schon, hättest schon drei Lieder dann fertig wahrscheinlich. Neben dir sitzt eine Dame. Stell uns die mal ganz kurz vor. Das ist die Nadja Milfeit aus Wien. Die ist älter wie ich und ist eine Cellistin und mit der mache ich seit vier Jahren oder fünf Jahren Musik. Diese Dame macht nicht nur mit dem Manuel Hafner Musik, sondern die macht Musik mit vielen österreichischen Musikgrößen, vor allem in der Blues- oder Jazz-Szene. Ob das der Harry Stoiker ist, ob es die Bluespumpen sind. Morgen spielt sie in Weidhofen an der Theia. Mit dem Gary habe ich auch schon einmal live gespielt. Wirklich, wa? Ja. Gary, okay. Bevor wir singen, möchte ich ganz kurz einmal für eine halbe Minute mehr Zeit nehmen und dieses Instrument vorstellen. Das ist eine Cello. Normal kennt man dieses Instrument vom Neujahrskonzert Wiener Philharmoniker. Diese Dame hat zuerst so ein bisschen sich aufgewärmt und da habe ich gesagt, das ist unglaublich, da kann man ja auch ein Rockinstrument draus machen. Kannst du uns nur schon ein bisschen sagen, so auf Rock? Ja, Rock und das ist Heavy Metal. Also das geht alles damit und jetzt, meine Damen und Herren, geht es auch bei den beiden. Wir hören eine Eigenkomposition, sie stammt von Manuel und das Lied heißt Zwei sind eins. Was bedeutet das? Na, wenn man verliebt ist, noch dann werden zwei Personen zu einer, habe ich mir gedacht. Hast du gedacht? Bist du verliebt? Ja. Ist deine Frau da? Freundin, ja. Wo ist sie? Aufzeigen mal. Ja. Heute haben die Damen jetzt, gell? Was sagst du denn zur neuen Frisur? Mir hat er vorher auch besser gefallen, das ist gar nichts erst. Meine Damen und Herren, die Startnummer 15. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, genießen. Hier ist Manuel Hafner und eine wunderbare Cellistin. Du probierst meine Seele mit deiner Ohr, du nimmst mir die Rede hin und das macht dich furchtbar stark. Ich bin für die ganze Zeit, wenn ich auch unter dich. Du rufst mir immer auf,
wenn ich wieder mal den Krieg. Du bist für mich da, beständig hinter mir. Gibst mir das zurück, wo sie jeden Tag verliert. Seit ich dich kenn, weiß ich, wer ich bin. Ich fühl mich jetzt so wohl in deine Arme drin. Dankeschön. Start Nummer 15, Manuel Hafner. Und Manuel, ich sag dir jetzt eins, trotz der Frisur und trotz des kurzen Boards, die Freundin würde ich noch immer was zu schön gesungen haben. Give me a guitar for this man. Ladies and gentlemen. I see. Come on. We have three microphones. One is for you, one is for Eva, and one is for Stephanie. And now, we want to hear the best performance. Here it is, my friend. Wait. We want to hear only you, meine Damen und Herren. And Weltstar, gebt ihm einmal einen kräftigen Applaus. Eva, komm her. Stellt euch daneben. Ein schönes, unvergessliches Bild hier im Burgland. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to introduce to you his Gary Howard from the Flying Bickets. Looking from all over,
Applaus bitte, meine Damen und Herren. Stefanie, vielen Dank.